Im ersten Schritt hat man die Idee, wir haben eine Pille und jetzt brauchen wir dafür eine Krankheit. Was könnte eine passende Krankheit sein? Im zweiten Schritt sagt man, wir definieren eine Krankheit, die es vorher noch nicht gab, und suchen einen prominenten Menschen, eine Identifikationsfigur, um diese Krankheit im Volk bekannt zu machen. Und in diesem Fall hatte man die Idee zu sagen, das ist die Sissi. Wir glauben, die war krank in Wahrheit, das hat nur keiner gesehen. Wir haben das jetzt entdeckt anhand von Literaturrecherchen und haben also dieses Krankheitsbild definiert und versuchen es jetzt bekannt zu machen. Und dann im nächsten Schritt hat man gesagt, dazu brauchen wir Ärzte und Psychologen. Dann hat man also Ärzte und Psychologen angeschrieben und eingeladen zu einem sogenannten Kick-off-Meeting. Das hat dann auf Mallorca stattgefunden. Da sind also deutsche Ärzte richtig eingeflogen. Man hat das diskutiert und gesagt, ja, wir glauben, es gibt dieses Sissi-Syndrom. Und ein paar Monate später gab es in Deutschland eine Pressekonferenz. Und da wurde der Öffentlichkeit dieses Sissi-Syndrom vorgestellt. Und es wurde behauptet, mindestens 3 Millionen Menschen in Deutschland seien davon betroffen. Gerechtigkeit und Frieden. Informationen, Nachrichten für eine bessere Welt.